Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder ganz herzlich alle miteinander hier bei Cosmic Matrix mit den Engelkartenlegungen. Ich lege dir hier die Energie auf für die Woche vom 4. bis 10. Dezember. Und schon sind wir im allerletzten Monat des Jahres angekommen. Es ging jetzt irgendwie sehr schnell vorbei dieses Jahr. Und ja, ich weiß nicht, wie dein Jahr war, aber mein Gefühl ist, die Energien waren sehr intensiv. Und wir wurden ja ganz schön intensiv ja gefordert energetisch und auch im Außen und im Innen überall. Und ich hoffe sehr, dass das 2018 ruhiger wird für uns, friedvoller, lichtvoller, leichter. Genau, ich werde auch noch ein Jahresreading machen über den Jahreswechsel. Werde ich das machen, weil vorher werde ich gar nicht so kommen. Dann möchte ich mich bedanken für eure regen Zuschriften und auch dafür, dass ihr das 11.11-Portalgeschenk so gut angenommen habt. Das macht mir eine große Freude, mit jedem Einzelnen von euch zusammenzuarbeiten und einfach noch mehr Harmonie und Zufriedenheit und auch wieder, ja, dass man mit der Seele verbunden ist, dass sich das bei euch einstellt nach und nach. Das ist, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Danke von meiner Seite. Und ich lasse mich jetzt überraschen, was für diese Woche kommt. Ich erzähle mal, was ich hier heute für Steine habe. Und zwar habe ich hier einen Zitrin. Und dann habe ich hier einen ganz helles Tigerauge dabei. Und dann habe ich hier so einen ganz dunklen, gute Frage. Ich würde jetzt Achat sagen. Ich glaube, es war ein Achat. Ist so orange, dunkelbraun, rötlich. Genau, wenn sich jemand auskennt. Ich suche das immer individuell vorher aus. Erst die Steine und dann kommen die Karten dazu. Genau. Dann starten wir mal. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, ich freue mich aufs Wochenende. Jetzt steht der Workshop vor der Tür und ich freue mich jetzt auf alle, die sich angemeldet haben. Juhu, jetzt ist es gleich soweit. Wochenlang darauf hingefiebert und gefreut und jetzt sehen wir uns gleich alle. Ja. Und ihr könnt ja dann auch, wenn ihr mal beim Workshop wart, mal vielleicht irgendwie kommentieren oder berichten, wie es war. Müssen wir mal gucken, wie das gehen könnte. Genau, lassen wir uns mal was einfallen. Dass man, oder auf meiner Webseite kann man natürlich auch eine Rezension hinterlassen. Da habe ich mich jetzt längere Zeit aus Zeitgründen gar nicht drum gekümmert. Aber solltest du mir auch mal eine Rezension geben wollen und du mit mir, wenn du mit mir gearbeitet hast, dann kannst du mir auch extra einen Text schreiben, wo du sagst, oh, das möchte ich gerne auf deiner Webseite lassen. Hier, da schreibe ich dir das extra. Dann würde ich das auch veröffentlichen. Das fällt mir jetzt noch ein. Genau. Okay, dann lade ich dich wieder ein zu so einer kleinen Meditation vorneweg. Wenn du mitmachen willst, dann setz dich doch bitte mal aufrecht hin. Schließe gerne deine Augen. Beginne in deine Mitte hinein zu atmen. Bis in deinen Bauch hinein. Fühl dich einfach wohl und sicher da, wo du gerade bist. Ich hoffe, du hast ein gemütliches Plätzchen und ein bisschen Zeit für dich. Genau, dann lade ich dich ein, dass wir alle zusammen drei tiefe Atemzüge nehmen und uns so ein bisschen auf den Himmel und die Erde einstimmen. Du kannst erstmal innerlich dich gerne auch erden über deine Füße. Und Arme bitte parallel machen und dich gerne mit der Erde verbinden, über die Wurzeln. Stell dir vor, die wachsen in die Erde und haben eine tiefe Verbindung, wo du auch getragen wirst und genährt wirst. Ja, und gerade die ganzen Weihnachtsthemen, was du alles zu tun hast, darfst du für eine ganze Zeit jetzt einfach mal von deinen Schultern runterrutschen lassen, dich wieder leichter machen, dich ganz groß hinsetzen. Jetzt ist nur Zeit für dich, dich zu spüren.
Ja, und dann lade ich dich ein, dass wir drei Atemzüge zusammen machen und uns eintunen. Okay, atme einmal durch die Nase ein. Ganz viel helles Glitzerlicht, was dich lebendig macht von innen. Bis in den Bauch und lass es mal da drin jetzt. Halt die Luft an. Speicher es tief in deinen Zellen. Und mit geöffnetem Mund atme gern aus, löst die Schultern. Gut, und dann atmen wir nochmal durch die Nase ganz viel frische Lebensenergie ein. Speichere sie in dir ab. Dann atme mit geöffnetem Mund aus, löst die Schultern, lass alles gehen, was jetzt gehen darf. Letztes Mal. Atme das ein, was du gerade am allermeisten brauchst. Diese Qualität. Halt die Energie drin. Und dann lass jetzt nochmal alles los, was gerade gehen darf. An Anspannung und so. Kannst gerne deine Augen noch einen Moment geschlossen lassen. Und ich werde die Klangschale mal ganz leicht anschlagen und dann kannst du gerne deine innere Stimme, deinen Engel fragen, ob du links, Mitte oder rechts hast. Ja, und dann werde ich gleich die Klangschale anschlagen. Du kannst einfach gerne nochmal innerlich so nachspüren und fragen, wo die Information ist. Für dich, also links ist der gelbe Stein, in der Mitte ist das Tigerauge und rechts ist so ein rötlicher Stein. Und du kannst gerne hier an der Stelle deine Geistführer, deine Engel ganz nah rufen und auch um Licht, um Verständnis, um Mitgefühl, Kraft, alles, was du gerade brauchst, bitten, um Führung, um Klärung. Und deinen Atem weiterhin spüren. Jetzt schlage ich mal die Klangschale leicht an. Und mach noch mal ganz leicht, ganz, ganz zart nur. Und dann kannst du gerne nochmal einen sanften Atemzug nehmen. Und deine Augen öffnen und schauen, wo dein Blick hingeht oder was du wahrgenommen hast. Ja, dann hoffe ich, dass du dich entscheiden konntest. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, weil du vielleicht noch andere Personen oder Themenbereiche auf die anderen Kartenstapel legen möchtest, weil das kannst du natürlich auch machen, dann nimm dir einfach kurz Zeit noch. Und wir würden dann schon mal mit der übergeordneten Wochenenergie beginnen. Und ich bin ganz gespannt, was uns diese erste Dezemberwoche so bringt. Eine halbe hatten wir ja schon. Die erste ganze Dezemberwoche. Was bringt sie uns? Hier von Kraft der Weiblichkeit kommt für uns Artemis, die Göttin Artemis. Das ist ja sehr schön. Es ist eine Jagdgöttin. Sie hat einen Bogen aus Mondlicht und einen Pfeil, der golden ist. Also einmal haben wir hier das Sonnensymbol und das Mondsymbol drin. Also es geht um den Ausgleich der Kräfte und es geht auch darum, dass du dich fokussierst, wo du genau hin möchtest. Weiterhin ja, ist sie auch die Hüterin des Waldes und lädt dich ein, in der Natur aufzutanken, rauszugehen. Ja, auch dort neue Kraft zu tanken, Altes dort zu lassen. Die Natur hilft uns zu regenerieren und das einfach wirklich zu benutzen, schöne Spaziergänge zu machen ab und zu. Ja.
Da lädt uns Artemis zu ein. Wo möchtest du dich drauf ausrichten? Also in den Zeiten, wo sehr viel zu tun ist, ist es wichtig, den Fokus zu behalten. Natürlich kann dich Meditation dabei unterstützen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und auch einfach die Gefühle immer wieder zu balancieren. Ja? Dann schauen wir mal, was kommt von Avalon für einen Hinweis für uns. Wow, das ist schön. Schau mal. Da beugt sich, ich muss schauen, ob es Morgaine ist, über diesen großen Brunnen und im Wasser stehend, was im Mondlicht glitzert, alles ist möglich. Also glaube wirklich an deine Ziele, bleibe ganz fokussiert, ich finde, das passt total gut zusammen. Bleib klar ausgerichtet und wo willst du hin und wisse, alles ist möglich. Ich finde es einen sehr tollen Hinweis von der geistigen Welt, gleich zweimal, dass wir klar ausgerichtet sein dürfen. Und es ist natürlich auch gut, jetzt das Jahr abzuschließen, so langsam zu sehen, was war, aber wirklich den Fokus zu behalten, wo will ich hin? Ja, was konnte ich alles gehen lassen und wo will ich hin? Und alles ist möglich, wenn du dich komplett darauf ausrichtest. Dann schauen wir, was sagen diese schamanischen Karten. Bin ich jetzt gespannt. Da haben wir die Karte Fluss. Empfange das Geschenk deiner Lichtahnen. Also hier fließen uns auch nochmal unterstützende Kräfte unserer Ahnen zu. Und ich empfinde diese Karte auch so, ja, dass das einfach zu uns fließt. Dass wir uns für diese positiven Geschenke öffnen können. Und es geht ja hier um die Lichtahnen, das heißt um die Kräfte, die lang hinten liegen, die kraftvollen Erinnerungen, das Heilwissen und der Glauben auch an Wunder. Auch das ist in deiner Ahnenlinie abgespeichert, die lichtvollen Informationen, die fließen zu dir durch. Und ich werde dir hier nochmal was vorlesen, denn diese Künstlerin hat hier ganz wunderbar immer so kleine Rituale oder Reisen mit angegeben, die man machen kann. Ich lese es mal vor, was hier kommt mit dem Fluss. Muss ich erst mal schauen, wo die ist, wenn das ist irgendwie nicht alphabetisch geordnet. Okay. Empfange das Geschenk deiner Lichtahnen. Dort, wo ich lebe, gibt es den Ausspruch, du erbst nicht nur Böden. Ein weiteres Beispiel, das wohl geläufiger ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Beides ist Ausdruck eines eher geringschätzigen Blickes auf die Familie und die Ahnenlinie. Aber warum? Sind es doch genau diese Ahnen, die dir den Weg bis hierher geebnet haben. Sie sind es, die die Pfade zuvor schon gelaufen sind und es dir ermöglicht haben, dass du in dieses Leben geboren werden konntest. Mit deinem ersten Atemzug hast du ja zu diesem Leben gesagt. Deine lichtvollen Ahnen halten viele kraftvolle Geschenke für dich bereit. Sie unterstützen dich dabei, deinem Selbst näher zu kommen und dein Potenzial zu entfalten. Übung. Die Reise auf dem Fluss deiner Ahnen. So heißt die Übung. Ich gebe die dir jetzt an die Hand. Bereite dich auf eine schamanische Reise vor. Das wird hier nochmal woanders beschrieben, wie das geht. Aber vielleicht kennen sich einige schon mit schamanischen Reisen aus. Deine Absicht ist, den Fluss deiner Ahnen zu bereisen. Bitte darum, dass dir jener wohlgesonnene Ahne gezeigt wird, der dir jetzt eine Botschaft für deinen weiteren Weg geben will. Lasse dich von deinen Verbündeten zu deinem Ahnenfluss bringen. Wie sehen der Weg dorthin und die Landschaft aus? Am Ufer findest du ein Boot. Steige mit deinen Verbündeten in das Boot und wiederhole deine Absicht. Lasse dich mit dem Boot in die Mitte des Flusses treiben und beginne deine Fahrt den Fluss hinauf. Das Boot treibt wie von selbst gegen die Strömung den Fluss hinauf und der Quelle entgegen. Links und rechts am Ufer erkennst du Männer und Frauen. Manche von ihnen sind dir abgewandt, andere winken dir lächelnd zu. Dein Boot fährt zu einem ganz bestimmten, besonderen Vorfahren. Es kennt den Weg. Lasse dich von ihm führen. Das Ahnenwesen erwartet dich schon am Ufer. Dein Boot kann dort gut anlegen. Du steigst aus. Dein Ahne hat ein Geschenk
der Kraft für dich? Was ist es? Was gibt er dir? Welche Botschaft hat dieser Vorfahre für dich persönlich? Stelle ihm deine Fragen. Wenn alles geklärt ist, bedanke dich bei ihm, steige wieder in dein Boot und fahre an den Ausgangspunkt zurück und schaue unterwegs, ob sich etwas verändert hat in der Landschaft oder in der Qualität des Flusses oder in dir. Beginne die Kraft, die du auf dieser Reise erhalten hast, in dein tägliches Leben zu integrieren und wiederhole diese Reise gerne bei Bedarf. Das ist doch spannend. Also wenn jemand von euch das gemacht hat, könnt ihr gerne berichten, drunter kommentieren. Bin mir sicher, dass viele von euch schon schamanisches Reisen kennen und da wirklich sinnvolle, gute Informationen enthalten. Und wenn du das neu machst und vielleicht dich erstmal wunderst, ob du dir das alles einbildest, vertraue deiner Eingebung. Die Bilder kommen manchmal sehr leicht und man denkt dann, oh, das denke ich mir jetzt ja gerade wohl aus. Aber es kommt aus einem Teil deiner Seele, die das weiß, ja, die schauen kann zwischen den Welten, vertraue den Bildern, die da kommen. Wunderbar. Also ich finde, das klingt sehr hoffnungsvoll schon bis jetzt. Und jetzt haben wir noch zwei Engel dabei. Wir schauen mal nach, welche das sind. Hier haben wir den Engel Nummer 1. Ich sage euch auch noch, wie der heißt und was der macht. Engel Nummer 1 klingt aber schon mal gut. Das ist der Beginn. Ja, wunderbar, das ist der Engel für Vertrauen. Ein Vertrauensengel. Ich finde, die sind sehr, sehr schön gezeichnet. Deine Seele bewegt dich vom Jetzt zum Jetzt. Es kann dir nichts geschehen. Also auch das ist nochmal Vertraue, Glaube und lasse dich ganz führen, fließe. Sei ganz im Jetzt. Also das passt so zusammen, ihr Lieben. Ganz, ganz schöne Energie. Die nächste Karte von den Engeln. Schauen wir mal, das ist der Engel Nummer 49. Der ist ganz schön grün. Das sieht auch wunderbar aus. Schauen wir mal, welcher Engel das hier ist. Hier haben wir den Engel für, der ist grün fürs Herz, ist ja schon mal, ja, für Herzensgüte. Güte kommt aus einem großen Du und einem kleinen Ich in Verbindung mit Selbstlosigkeit und der Kraft der Liebe. Wunderbar. Also das heißt, ein kleines Du und ein großes Du und ein kleines Ich. Das heißt auch, ja, dass wir wieder mehr Verbundenheit haben. Das ist auch die Göttlichkeit, dass alles eins ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja, und dass wir uns auch im anderen spiegeln und gut und gütig mit uns und anderen umgehen. Nicht mehr uns an die erste Stelle stellen, sondern das große Ganze auch im Blick haben. Also ganz, ganz schön, fokussiere dich immer weiter auf die Liebe, glaube daran, begebe dich in den Fluss der Ahnen. Dann haben wir hier den Engel für Vertrauen und den Engel für die Herzensgüte. Ich lege die mal noch hier hin, dass wir sie sehen können. Die sind so schön, will ich gar nicht da verstecken. Karten. Eigentlich ist immer jede Karte so schön. Dann starten wir mal in die Einzelbotschaft hinein. Hier der Zitrin, wenn du den gewählt hast. Ich habe heute nicht so viel Licht, weil draußen ist es so finster, obwohl es gar nicht irgendwie spät ist. Aber das wirst du hoffentlich gut sehen. Und zwar haben wir jetzt hier einen aufgestiegenen Meister oder schauen wir mal, wer sich dahinter verbirgt, der dich an die Hand nimmt von Keepers of the Light. Wer wird dich in der kommenden Woche führen, damit du ganz bei deinem Glauben und Vertrauen sein kannst? Hui, hier kommt die Radha. Das ist eine indische Göttin, glaube ich. Schauen wir mal nach im Heftel. Und zwar geht es hier um die Soul Flame, um deine Seelenflamme. Oder Zwillingsflamme vielleicht auch. Ich werde es nochmal im Heftchen nachschauen mit euch. Also entdecke einen lang verlorenen Teil deines Selbst. Ein Teil, von dem du geglaubt hast, dass er verloren war. Erlebe Beziehung in Harmonie und Heilung. Also deine Beziehungen werden harmonischer und werden heilen. Also könnte sich schon auf die Zwillingsflamme oder auch wegen ihr Dualseelen beziehen. Ich lese mal nach, was Radha uns noch so sagt oder wer Radha ist. Man kennt ja nicht immer alle
So, schauen wir mal. Hier. Hier ist die Radha, die ist ebenfalls sehr schön hier mit Lotusblüten gezeichnet, mit so einem Ring in der Nase. Das ist eine Hindu-Göttin und sie ist die Zwillingsflamme von Krishna. Sie repräsentiert die Shakti-Energie, eine unendliche große Lebensenergie, eine kreative Energie. Ja, ohne das weiblich-göttliche könnte nichts auf der Welt kreiert werden. Und ja, das darf man natürlich ehren, das Weibliche, das Dinge hervorbringt, schöpferisch tätig ist, kreativ ist. Und der Partner gehört natürlich auch dazu. Das ist das Männliche in dem Fall, Krishna. Ja, hier geht es um Beziehungen, die vielleicht schon längere Zeit in einer Phase sind, wo sie heilen. Und dass du dich wieder ganz fühlst mit deiner Beziehung oder in deiner Beziehung, dass da wieder Einheit gefühlt werden kann und es euch besser geht miteinander, dass jeder auch sich selber liebt und diese Liebe von sich selbst auch in diese Beziehung geben kann. Also je mehr ihr jeder selber heilt, umso mehr wird auch das eurer Beziehung zugutekommen. Ja, und es geht auch um die göttliche Liebe, die sich repräsentiert, dass deine innere Göttinnenkraft immer mehr, ja, heilt und wächst und du wieder da die erstrahlen lässt in diesem Leben. Das klingt doch schon mal wunderbar. Also, das klingt danach Beziehungen und Liebe, dass da wirklich du dich drauf fokussieren darfst, Hoffnung haben darfst. Und vielleicht erhältst du da von deinen Ahnen auch Hinweise. Vielleicht haben die denn da auch, ja, einen. Ich weiß nicht, ein Liebeszauber, eine Affirmation, ein Satz. Manchmal ist es auch nur ein Gefühl, ein Blick. Jetzt haben wir nochmal indische Karten. Das finde ich jetzt ganz spannend. Mal sehen, was jetzt kommt für dich. Auf dem Kopf. Hier haben wir der Weg der Freude, die heilige Familie. Ich folge dem Weg der Freude, ja? In deinem Herzen weißt du, wo du hin willst. Dein Herz kennt sich aus. Und da, wo die größte Freude ist, da möchtest du hingehen. Jetzt schaue ich mal hier nach. Ich glaube, das ist auch Krishna. Krishna und Radha, die da entlang schreiten mit dem kleinen Elefantengott hier als Sohn. Ist voll süß gezeichnet. Schauen wir mal, ob das hier nicht auch die Radha ist. Dann haben wir die ja zweimal dabei. Der Weg der Freude. Shiva und Parvati sind es hier in dem Fall. Aber es ist auch das Männliche und das Weibliche, ne? Und der Sohn ist der Ganesha, der Elefantengott. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Der ist ja schon ganz bekannt bei uns hier im Westen. Genau, es geht darum, dass du wirklich fühlst, was dein Herz jetzt wieder will und dass du danach auch lebst, ja? Dass du dich da von deinem Herzen wieder mehr leiten lässt. Und vielleicht hat das Ganze mit deiner Liebe, mit einer Beziehung zu tun. Und dass du einfach dich von dieser inneren Seelenfreude wieder leiten lässt und dich nicht ablenken lässt von Dingen, dich nicht aufhalten lässt von, ja, miesepetrigen Leuten oder Ärger im Außen, sondern bleib in deiner Herzensfreude, in deiner eigenen Energie. Und was ich auch schön finde, die heilige Familie, wir hatten ja hier auch dieses mit dem Schiff, mit den Ahnen und vielleicht passiert da auch noch mal was in deiner Ahnenlinie, denn ich finde, es sieht schon auch sehr harmonisch aus, dass das Kind mit an die Hand genommen wird und gewertschätzt wird. Vielleicht passiert auch noch mal was an innere Kindheilung in dir. Ist zwar nicht die eigentliche Bedeutung der Karte, aber wenn wir das jetzt alles im Zusammenhang sehen, dass vielleicht in dir und mit deinen Ahnen und deiner näheren Verwandtschaft was heilt, es geht ja jetzt auch immer mehr auf Weihnachten zu, wo wir uns dann wieder alle treffen, zusammensetzen. Vielleicht werdet ihr eine neue Art der Begegnung erleben. Mehr Harmonie kann stattfinden und weil auch dieses. Man kann auch eine Seelenbeziehung haben mit einem Menschen aus der Familie, dass da was heilt. Auch das ist möglich, dass du sagst, oh Mann, ich habe schon so viele Jahre mit der oder dem nichts mehr geredet und jetzt sehen wir uns wieder. Ne? Das kann ja dann auch immer so zu totalem Stress führen. Aber vielleicht löst sich auch da dieses Jahr und vielleicht darfst du hier ganz arg dran glauben und den Fokus darauf legen, bei einigen, dass sich da was klärt. Also nicht jetzt die Liebesbeziehung, sondern eine schon eine Liebesbeziehung, aber in der Familie.
Familie, wo jetzt einfach Frieden reinkommen darf. Du wirst das wissen, um was es bei dir geht, wo dein Herz sagt, da könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen, ja, Harmonie gebrauchen, Frieden, Vergebung. Ich möchte eigentlich mit dieser Person wieder reden. Wir haben uns eigentlich komplett aus den Augen verloren, hinter Mauern verbarrikadiert und eigentlich kennen wir uns nicht mehr. Vielleicht kennst du das auch in deiner Familie und es wäre sehr schön, wenn es sich löst. Und vielleicht helfen dir genau deine Ahnen dabei. Je nachdem, welches Thema du jetzt hast, kannst du deine Ahnen dazu befragen. Jetzt haben wir hier noch vom Lebensplan-Orakel eine Karte. Bin ich jetzt gespannt, was die sagt für die nächste Woche. Ja, es ist ja unglaublich. Die Karte heißt Visionen und auch diese Karte sagt, fordert dich auf, bleibe ganz klar bei deinen Visionen, traue deinen Wünschen, fokussiere dich darauf, gebe ihnen Ausdruck, arbeite damit, rede so, als wenn du das schon erreicht hast. Also da darfst du ganz fest dran glauben, wenn du der Einzige bist, ich sag jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Bild mit der Familie, der vielleicht gibt es eine Person, die von allen ausgeschlossen wird, wo du sagst, die müssen wir hier zurück ins Boot holen. Wir sind alle eine Familie und vielleicht glaubt keiner daran, dass das möglich ist, außer du. Oder andersherum, vielleicht bist du derjenige, wo nicht richtig dazugehört und vielleicht hast du den Wunsch, dass endlich sich wieder alle an einen Tisch setzen und vielleicht fällt dir etwas ein, was du dazu tun kannst. Oder vielleicht ist es etwas von deinen Ahnen. Oder es ist eine bestimmte Seelenbeziehung oder eine Liebesbeziehung. Je nachdem, du wirst es spüren, worauf es sich bei dir bezieht. Aber die Karten geben dir volle Unterstützung, Vertrauen, Zuversicht. Bleib klar, glaube an dich, alles ist möglich. Also ich finde, positiver geht es ja gar nicht. Das ist doppelt, dreifach schön. Und auch dieser Stein steht ja auch für, ja, für Selbstbewusstsein, für Freude. Ich trinke mal noch kurz was. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und jetzt kommen wir schon zum Tigerauge. Schauen wir mal, wer euch begleitet hier für die Woche. Welche Kraft dich stützt und nährt. Oh, toll. Hier kommt Maria Magdalena zu dir. Ja, das ist ja die Frau von Jesus. Und diese Karte sagt, a teacher awakens, also praktisch, dass du diese Lehrerqualität in dir hast und dass die jetzt immer mehr erwacht, dass du Menschen an die Hand nimmst und dein Wissen weitergibst, mit ihnen arbeitest. Du hast etwas Wichtiges mitzuteilen mit der Welt, also mit der Welt, für die Welt. Du hast was Wichtiges mitzuteilen. Folge deinem inneren Ruf. Was ist es? Was möchtest du teilen? Lass dich von niemandem aufhalten, ja? Vielleicht gibt es nicht viele Menschen, die deiner Meinung sind oder vielleicht hast du nicht viele Menschen, die Vorbilder sind. Glaube an deinen Weg, habe Vertrauen, denn es ist ganz wichtig, was du vorhast. Vielleicht geht es um Arbeit mit Kindern, um eine ganz neue Art Menschen irgendwie an die Hand zu nehmen oder ein Projekt umzusetzen, sehr kreativ. Vielleicht hat es auch was mit Ahnen zu tun, auch vielleicht auch in Richtung Weihnachten, wie wir es hier hatten, mit Familie, wie man das auch mal feiern könnte oder auch mal machen könnte. Vielleicht hast du eine neue kreative Idee und willst auch mal anderen darüber erzählen, wieso du das so siehst und dann vertraue deiner inneren Stimme. Mach dich nicht klein, glaub an dich, sprich, was du zu sprechen hast oder schreib, was du zu schreiben hast. Das ist wichtig und Maria Magdalena wird dich an die Hand nehmen. Vielleicht auch im Beruf, vielleicht traust du dich da etwas Neues und dann kannst du Maria Magdalena auch nochmal ganz bewusst anrufen. Ja? Okay, dann schauen wir jetzt hier, was die indischen Götter noch mit auf den Weg geben. Also irgendwie habe ich die heute auf dem Kopf hier. Hier haben wir die Radha, die wir hier drüben auch hatten. Hier ist Krishna und Radha. Die Karte heißt Liebe. Es geht um Liebe. Das ist doch schön. Öffne dich für die Liebe. Na, das passt jetzt aber auch gut zusammen hier. Teacher Awakens, also Maria Magdalena und Liebe. Ganz schön. Also ich habe schon das Gefühl, dass du sehr viel weißt über Beziehungen, über Menschen,
Ja, vielleicht berätst du auch Menschen, vielleicht arbeitest du auch mit denen, vielleicht auch mit Familienaufstellungen, mit Ahnen, vielleicht hast du da einen ganz einzigartigen Zugang zu Energien, zu Systemen, Familiensystemen und wo die Liebe wieder freigeschaltet wird. Und vertraue da, gehe das, was du in die Welt bringst, diese Liebe. Ja, das ist sehr wichtig, was du zu sagen hast, was du mitzuteilen hast. Jeder von euch auf seine einzigartige Art hat was Wichtiges mitzuteilen. Und diese Liebe fließt natürlich auch wieder zu dir zurück, wenn du sie gibst. Und ich würde gerne mal noch schauen. Er hat hier eine Flöte in der Hand. Die Karten sind auch immer so schön, das ist so eine heilige Kuh, was die beiden da eigentlich am Baum so treiben. Nee, was sie da machen. Schauen wir mal. Die stehen ja da ganz anständig. Genau. Was machen die denn da an dem Baum? Genau, sie wollen dir frohlocken. Diese Karte sagt, dass ganz frohe, glückliche Zeiten auf dich jetzt warten. Sie symbolisieren die Liebe in der reinsten Form. Und das macht ja auch Maria Magdalena und Jesus. Ja, es geht darum, dass du wirklich Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten hast und dass du eine gesunde Basis für eine Beziehung in dir entwickelst. Nur dann können sich Beziehungen auch sinnreich und glücklich entwickeln. Also du bildest in dir die Basis. Wunderbare Bedeutung der Karte. Es geht um die Vereinigung der Seele mit Gott. Nee, das Bild der hingebungsvollen Liebe von Radha und Krishna steht für die Vereinigung der Seele mit Gott. Also ja, ich glaube, da passiert etwas ganz Wunderbares in dir. Eine nächsthöhere Stufe, ja, Liebe zu fühlen oder etwas über Liebe auch weiterzugeben. Oder auch du wirst vielleicht an die Hand genommen und unterrichtet von Maria Magdalena, wie du selber damit neu umgehen kannst mit der Liebe. Das klingt doch ganz, ganz vielversprechend und schön. Hab Vertrauen. Ich glaube wirklich, dass jetzt eine lichtvolle Zeit anbricht und die letzten Wochen einfach jetzt mal. Jetzt kriegen wir ein bisschen Sahnehäubchen. Das ist doch schön. Jetzt gibt es noch ein bisschen Glitzer und Sahnehäubchen oben drüber. Haben wir uns dann auch verdient, ja? Schauen wir mal die nächste Karte an vom Lebensplan-Orakel. Die Karte heißt Asche und die passt auch sehr gut dazu. Denn ja, du bist wahrscheinlich innerlich tausend Tode gestorben. Und wie ein Phönix gehst du ganz neu aus der Asche wieder hervor. Also, das ist so eine Karte auch von Wiederauferstehung, von etwas überlebt haben, etwas geht zu Ende, etwas Altes stirbt, vielleicht stirbt bei dir, ja, das Misstrauen, die Angst oder etwas von deinen Ahnen, die etwas nicht lösen konnten, das geht jetzt und du darfst jetzt vertrauen, du wirst harmonischer in Beziehungen reingehen können. Es ist ein Zeichen für Neubeginn. Diese Karte ist sehr, sehr positiv. Also Asche ist auch was sehr Kostbares, ist was Steriles. Also Asche ist jetzt nichts Gruseliges oder so. Das ist, ja, man kann sich sogar, glaube ich, mit Asche kann man auch Dinge behandeln. Also ich hatte mal so eine Zahnpasta aus Auberginenasche. Die war ganz schwarz und super salzig und Zahnbürste war schwarz, dann die Zähne waren schwarz. Es war sehr sauber. Also ich hatte das Gefühl, das hat eine auch tolle Qualität, ja. Und ja, du gehst wie Phönix aus der Asche hervor. Du wirst, auch wenn du schon lange geglaubt hast, da passiert gar nichts mehr, was die Liebe angeht und den Glauben in die Liebe und auch in, ja, und auch in Familie, im Großen. Das ist nicht nur auf eine Beziehung, sondern in dir ist sehr viel Heilung passiert. Und ich finde ja auch hier, dieses Tigerauge ist auch sehr hell und es bringt, upsie, es bringt auch Licht zurück. Es ist schon sehr strahlend. Was ich auch noch sehr schön finde, was hier draufsteht zu der Karte, die Erleuchtung findet sich nicht in einer Höhle oder in einem Kloster, sondern mittendrin im Leben, mitten unter den Menschen, mitten in den Prozessen, mitten dabei,
darin wächst du und darin, ja, bist du gereift. Und so war es ja auch, also bei ganz vielen. Wenn du jetzt sagst am Ende der Woche, ja, die Harmonie ist jetzt irgendwie noch nicht gekommen, dann die geistige Welt ist ja manchmal, die haben ja nicht so die Zeit wie wir, dass diese Phase jetzt bei dir anbricht. Also ich finde, es klingt alles sehr vielversprechend, sehr positiv, war letzte Woche auch schon positiver. Also ich freue mich jetzt mal für uns alle. Dann eine schöne Woche und jetzt kommen wir mal zu den Menschen hier mit dem, ja, dem dunkelroten Stein und schau mal, wer dich begleitet für diese Woche. Und zu dir kommt die Freier. Hier geht es um die Zyklen. Also einmal siehst du ja hier den dicken Mond im Hintergrund. Also das ist ja Symbol für die Weiblichkeit, für die Gefühle. Dann haben wir hier den Raben, der auch ein Symbol ist für Magie, für die Anderswelt. Und ihr Blick ist ja hier auch sehr durchdringend, ne? Also es geht um, dass du einen Einblick hast in die Phasen und Zyklen. Der Mond hat Phasen, die Gezeiten haben Phasen, die Frau hat ihre Zyklen, der Mann hat seine Zyklen. Ja, die im Jahreszeiten sind da, das Universum hat seine Zyklen, alles ist in Zyklen. Und wenn man das weiß, dass alles seine Zeit hat und dann gibt es wieder Ruhe, dann gibt es wieder eine aktive Zeit. Dann kannst du auch in gewisser Hinsicht Vertrauen loslassen, dich hingeben, wenn du weißt, alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, wo wir ja unheimlich angespannt sind. Es gibt Zeiten, wo wir total entspannt sind, wo wir kreativ sind. Und es gibt immer Phasen. Und da kannst du sagen, ja, diese Phase geht jetzt vorbei. Es kommt die neue Zeit auch. Heißt es jetzt auch einfach, also jedes Ding, was beginnt, endet auch wieder. Also solltest du eine schwierige Zeit gehabt haben, dann kannst du wissen, dass auch die schwierige Zeit endet und eine neue Zeit beginnen wird. Und auch Illusionen, die du mal hattest, auch diese werden wieder gehen, denn du wirst sie über kurz oder lang durchschauen und sie werden keine Kraft mehr haben, über dich zu wirken, wenn du sie durchschaut hast. Ich werde jetzt noch sagen, was die Karte dir noch sagt. Und ich habe das Gefühl, dass da noch ein wichtiger Satz auf uns wartet. Wo bist du, Freier? Hier. Genau, also etwas endet, das haben wir schon gesagt. Und wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also sollte dir jetzt irgendeine Gelegenheit nach deinem Gefühl entwischt sein oder du den Job oder die Wohnung nicht gekriegt haben oder den Partner, dann wird eine andere Tür sich für dich öffnen und manchmal öffnet sich dann nicht nur eine Tür, sondern sogar mehrere. Dann hast du die Qual der Wahl. Auch das kann vorkommen, ja. Und Freier möchte dich leiten bei diesem Vertrauen, dass diese Zyklen ein Ende haben werden. Sie möchte bei dir sein und dir Führung geben. Illusionen werden gerade jetzt in dieser Zeit auch weggenommen und gerade zwischen den Jahren haben wir ganz dünne Schleier nur. Und ja, vielleicht kannst du das eine oder andere durchschauen und vielleicht auch hier, wenn es um Liebe, um Beziehungen geht beispielsweise, wie haben das meine Ahnen gelebt? Was kam die mir mitzugeben? Wo war denn da die Liebe? Oder was haben die für eine Botschaft, wie ich das umsetzen kann? Wie kann ich wieder an die Liebe glauben? Wer von meinen Ahnen möchte da zu mir sprechen? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass es hier um die Liebe geht. Aber auch Jobs, das Gefühl habe ich auch mit Jobs. Aber genau, frag einfach, wie die das gelöst haben. Weil auch wenn sie früher andere Themen hatten, waren, also wenn wir keine Industriezeitalter hatten oder sowas, aber die Themen waren doch, glaube ich, irgendwo immer ähnlich. Nur vielleicht ein bisschen anders gelagert. Es ist alles wiederholt sich. Wir sind Menschen. Und so werden sie dir auch Rat geben können, deine Ahnen. Und ja. Ja, dann schaue ich noch. Sie ist die Zwillingsflamme von Odin. Und der Odin ist ja auch der, der in die Anderswelt hineinschaut. Und man kann sie auch rufen für spirituellen und körperlichen Schutz. Ja, sie wird dich abschirmen, auch energetisch. Und sie wird Schaden von dir fernhalten. Also wenn dich jemand dir schaden will, dann hält sie das von dir fern. Ich finde das wunderbar. Das habe ich jetzt nicht über Freier gewusst. Das finde ich toll. Also wenn du eine Phase hast, wo du sagst, ich fühle mich gerade nicht gut oder nicht sicher oder ich hatte das lange und du möchtest dich wieder sicher fühlen, ja. Ich weiß, dass ja einige von euch wirklich
intensive Zeiten durchgemacht haben, auch körperlich und psychisch und finanziell und so, dass du einfach dich wieder sicher fühlst, dann auch da kannst du Freya rufen. Sie ist eine sehr starke Göttin und sie wird dir helfen zu erkennen, dass das alles hier ein Zyklus ist, in dem wir aber auch kollektiv stecken. Wir sind alle am Aufwachprozess hier begriffen und ja, wir wurden durch und werden noch durchgeschüttet und alles Alte löst sich raus und bitte hab Vertrauen, dass du da gut draus hervorgehst und vielleicht sind viele Dinge weg an materiellen Dingen oder an Glaubenssätzen, die du früher hattest, aber am Ende wirst du schon, denke ich, irgendwann, wenn du zurückblickst, sehen, dass es dich reicher gemacht hat, auch wenn viele Dinge sich geändert haben oder sehr viele Dinge sich geändert haben. Und vielleicht kannst du das jetzt auch noch gar nicht unterschreiben und dass du sagst, nee, ich finde das alles nur Scheiße jetzt hier. Entschuldigung, aber manchmal findet man auch gar keine guten Wörter, ne? Für eine Situation, die in dem Moment so ist. Genau. Sie nimmt dich an die Hand, die Freya. Und ihr Totemtier ist der Rabe. Vielleicht magst du auch Raben. Also ich liebe ja Raben. Genau. Und die kann dir auch helfen, so zu reisen in die andere Welt, zu den Ahnen. So schamanische Reisen. Gut, dann schauen wir mal, was die indischen Götter zu dir sagen. Ei, die sind ja mal wieder auf dem Kopf. Dein Potenzial, es geht um Narayana, dein Potenzial, lebe deine Träume. Also du hast einen Traum im Herzen. Und den hast du vielleicht ganz lange, vielleicht auch für eine andere Person zurückgestellt, aber jetzt ist es Zeit, dass dein Potenzial sich entfalten darf. Hier sitzt der Krishna in dieser tausendblättrigen Lotusblüte. Das spricht ja auch von Erleuchtung. Und du hast so wunderschöne Potenziale in dir, die sich alle entfalten möchten. Ja, du wirst eines Tages da in deiner Lotusblüte sitzen und sehen, wie du dich immer mehr entfaltest. Und das darfst du und dann wird es dir auch besser gehen. Spüre mal in dich hinein, was in dir noch entfesselt werden möchte an Gaben, an Kräften. Was hattest du denn schon immer für Träume, was in diese Welt darf? Glaub ganz fest daran, dass du das eines Tages leben wirst, wenn wir haben hier so viel Unterstützung. Glaub daran. Fokussiere dich immer wieder darauf, nicht auf das Schlechte, was passiert ist, sondern auf das Gute, was du in Wirklichkeit erreichen willst. Fokussiere dich darauf. Du hast den Engel für Vertrauen, du hast den Engel für Herzensgüte. Vertraue deinem Herzen, denn dein Herz kennt den Weg und deine Seele kennt den Weg. Und wenn du sagst, also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich will Haare schneiden, und das wollte ich schon immer machen, Leuten Haare schneiden, und ja, hat halt nicht geklappt oder was auch immer, Hairstylist oder irgendwas, und du sagst, nee, das geht eigentlich nicht, aber dein Herz sagt ja doch, oder ich will malen und ich will Künstler sein, ich will ein Poet sein, ich will eine Oper schreiben, was auch immer aus dir raus will, glaub an deinen Traum. Macht es und wenn du dich da hinein entfaltest, dann kommt auch ein neuer Zyklus, wenn du den Mut hast, in diese Richtung zu gehen. Erhol dich jetzt erstmal von allem, was war und dann ja, reiß das Ruder rum und geh in deine neue Richtung. Und da können dir, glaube ich, deine Ahnen wirklich auch nochmal helfen, ja, wie du das schaffen kannst. So, dann schauen wir hier. Hier kamen auch zwei. Passt jetzt auch, das 2 kommt vom Lebensplan-Orakel. Schauen wir gleich, welche beiden da kommen. Hier kommt einmal die Karte Einsatz, eine Feuerkarte. Und hier kommt die Karte Meditation. Das passt ja gut zusammen. Also einmal Einsatz, das heißt, was kannst du tun? Was gibt es zu handeln? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte das und das machen, ja, dann musst du dich vielleicht in mancher Hinsicht fortbilden, dich mal schlau machen, wie geht denn das, was brauche ich denn dafür, mit wem könnte ich da reden, wer könnte mir bei der Finanzierung helfen. Also wirklich versuchen, das in praktische Wege zu leiten, was dein Traum ist, ja. Und dann wirklich da einen Einsatz zu bringen. Also sei wirklich gefragt. Also du bist wirklich gefragt. Handel wirklich. Es kommt jetzt auf dich an. Also es ist so eine Karte von männlicher Energie in Aktion gehen. Sei jetzt euphorisch, glaub daran und leg los. Also der steht ja hier oben auf dem Berg und macht so einen Hüpfer. Also mach den ersten Sprung, den ersten
den ersten Schritt in deine Richtung, mit einem Schritt fängt es an. Und es kann auch sein, dass du dich schon jahrelang vorbereitet hast, heißt es ja auch von der Energie, dass du nur noch auf den Startschuss wartest. Und vielleicht kriegst du auch da nochmal Hinweise, ja. Also in anderen Zeiten haben die wahrscheinlich andere Sachen gemacht, weiß ich nicht, mit Rittern und Ding. Ging es um, aber die waren auch mutig, die mussten auch in ihren ersten Kampf ziehen oder den ersten Vortrag halten oder das erste Mal vorm König vorsprechen oder ja, was auch immer. Ich glaube, dass wir immer wieder vor ähnliche Themen in andere Art und Weise gestellt werden. Und dann hast du noch hier eine Karte Meditation und natürlich, die lädt dich ein, dass du ganz tief in dir das Wissen hast und ruhig werden darfst und durch die Meditation wirklich erntest und Früchte davon trägst. Und auch hier dein Potenzial kann sich auch besser freischalten, wenn du klar bist, wenn du ganz bei dir bist. Gewöhn dir eine Meditationspraxis an, am besten jeden Tag ein paar Minuten, wenn es nur 5 Minuten sind, aber dafür stetig, dann ist das ganz wertvoll. Und vielleicht konzentrierst du dich nur auf den Atem, vielleicht schaust du nur in die Kerze und spürst einfach deine Gedanken. Also ich kann dich beruhigen, es geht nicht darum, gar nichts zu denken. Da macht man sich einen unglaublichen Stress und hört sofort wieder auf, weil man ja doch Gedanken hat. Darum geht es nicht. Vielleicht suchst du dir auch einen Meditationslehrer, aber wichtig ist, such dir eine Praxis, eine Technik raus, die du wirklich jeden Tag machst, ein paar Minuten und vielleicht einmal in der Woche ein bisschen länger. Und du wirst wirklich merken, wie du mehr an dich glaubst, wie du heiler wirst, wie du auch leichter in andere Welten schauen kannst und einen Durchblick wieder bekommst und sagst, ja, diese Phase geht vorbei und jetzt kommt die neue Phase und ich schaffe das. Ja, also Meditation hilft dir. Es geht, ja, hier heißt es, such dir ein Kloster oder ein Tempel und schließ deine Augen. Ja, such deinen inneren Tempel und hol dir da dein Wissen ab, denn in dir warten wahnsinnig viele Potenziale, die möchten alle freigeschalten werden. Und diese Zeit, dieser Kreis, wo du das lebst, der wird auch jetzt beginnen. Da freue ich mich schon, wenn wir das Reading machen für 2018, was da kommt. Also das wird doch aufregend. Ja, da bin ich gespannt, wo ihr dabei seid, was bei euch da passiert. Ja, dann war es das schon für diese Woche. Sieht doch ganz gut aus. Ich freue mich total. Sind wunderbare Energien. Ich glaube auch, jetzt geht es einfach bergauf. Jetzt kommt auch viel Licht, spüre ich schon jetzt seit längerem. Und ja, und am 21.12. haben wir ja die längste Nacht und dann werden die Tage wieder länger. Ja, dann werden die Tage wieder länger und dann haben wir das. Ja, unser Weihnachten, das ja auch ein Lichterfest ist. Ja, und dann kann uns ja eh gar nichts mehr aufhalten. Ne? Fühlt sich ganz, ganz positiv an gerade. Bin ich auch ganz euphorisch. Okay, dann eine wunderbare Woche für dich. Ihr könnt auch wieder drunter kommentieren, ob ihr euch gesehen habt, wo ihr euch da wiedergefunden habt. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns und bis ganz bald. Satnam!